und wieder auftauchen. Und noch einmal das, ganz lange Arme, dadurch kriegst du so schön weite Schultern, Luft unter den Achseln und wieder auftauchen. Raum geschaffen zwischen vorne und hinten, eine gute Länge. Bleibst du jetzt so lang und in der Mitte, nicht zu hoch, da sind deine Finger und gehen da so ein bisschen hinein, so in das Zentrum. Und dann stellst du den Fuß kurz auf, kannst die Finger noch an deinen Großzehballen, Kleinzehballen lassen. Und stell dir vor, dadurch, dass du hier oben so einen Zug in die Kniekehle gibst, kann dein Großzehballe noch besser auf dem Boden. Gar nicht so schlecht. Und dann wirst du dabei länger und länger. Hast Platz für die Drehung und machst wie einen Vorhang auf. Sanfter Zug hier, Großzehballe in die Matte, du wächst lang heraus.